Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim mit Mods. Wir haben aufgehört im Amphitheater von Heldenruh, beziehungsweise in Heldenruh allgemein. Und ja, da haben wir gerade den bösen Geist das letzte Mal besiegt. Oder was war er eigentlich? Besessen. So ähnlich korrumpiert auf jeden Fall ihn hier. Umbra, und wir brauchen Umbra von ihm. Sieht toll aus, zerstört das Szene von seinem bösen Seelenstein. Wow. Jetzt nicht so. Damit haben wir das Artefakt wiedergefunden. Schlüssel von Heldenruh. Leute, das wiegt alles ein bisschen viel. Ich will ja nicht sagen, dass es schlecht ist. Ist es ja nicht. Ist nur schlecht, wenn man nicht genug Inventarplatz hat. Oder Gewicht, Tragkapazität. Wie wir es auch immer nennen wollen. So, zack. Ja, durch den Kampf ist ja alles ein bisschen durcheinander geraten. Mal gucken, wie viel wir noch rauskriegen können. Wegen den letzten bisschen will ich ehrlich gesagt nicht nochmal zurücklaufen müssen. Das ist mir dann doch ein bisschen bescheiden. Allerdings scheint es auch gar nicht mehr so viel zu geben. Ist halt ein Großteil so umhergeflogen. Vielleicht noch ein Wort der Macht abzustauben, mal gucken. Erstmal gehen wir rüber. Okay, machen wir einen Test. Dietrich. Ach, wird das so eine Fang-Off? Die sammle ich, nur wofür weiß ich nicht. Vielleicht werden sie irgendwann wichtig. Ne, das war zu viel, ja. Alte Notrüstung fliegt raus. Fallen lassen, zack. Ist noch Notausrüstung, alles gut. Aber den nehmen wir noch mit. Kleiner Mensch, muss man was gucken. So, das musst du nur kurz umlegen. Durch was ich mal geskillt habe, ging nicht meine Zeitlupe nicht mehr. War schon ein bisschen verwundert. Jetzt habe ich noch kurz geschaut. Ja, in der Mod-Einstellung ist das leider derselben Taste gelandet. Weswegen, ja, sich das gegenseitig blockiert hat in dem Sinne. Jetzt klappt das wieder. Wie gesagt, ich war vorhin schon ein bisschen verwundert. Ach, hier ist was, noch ein ganzer Lootraum. Ach, kommt schon, Leute, seid cool. Na, schauen wir mal. Das kann unmöglich wertvoll sein. Schwarze Seelensteine. Oh, die kann ich nicht liegen lassen. Tagbuch des Schatzsuchers. Tagbuch von Crestitus, Schatzjäger 4. Ära 179. 12. Sonnenuntergang. Ich hatte es nie besonders mit Tagebüchern, aber kann ja nicht schaden, jetzt mit einem anzufangen. Wie sollen meine Heldentaten sonst in Erinnerung bleiben? Ich habe immerhin noch keine persönlichen Barden. Vielleicht sollte ich mich vorstellen. Mein Name ist Crestitus und ich komme aus dem Norden aus Syrdeil. Ich will mein Glück im Himmelsrand versuchen, vergessene Tiefen erforschen, schöne Frauen erobern und so weiter. Bei den Frauen hatte ich bisher noch keinen Erfolg. Dafür habe ich Geschichten von einer uralten Arena gehört, deren Lage bis vor kurzem noch ein Mysterium war. Ihr ursprünglicher Name ist im Laufe der Zeit verloren gegangen, doch heutzutage wird sie Heldenruh genannt. Ich sehe es geradezu vor mir, endlose Hallen, die vor Gold und Juwelen nur so glitzern. Die Karten der kaiserlichen Bibliothek verorten Heldenruh östlich des Dorfes Schorstein. Ich spreche heute bei Tagesanbruch ins östliche Gebirge auf. 13. Sonnenuntergang. Kurzer Eintrag heute. Einen Tag lang gewandert und trotzdem nichts vorzuweisen. Warum muss im Himmelsrand so viel Schnee liegen? Vielleicht ist die Schatzsucherei doch nichts für mich. Aber wenn es so einfach wäre, würde es ja jeder machen, oder? Morgen wage ich mich tiefer ins Gebirge hinein. 16. Sonnenuntergang. Wie durch ein Wunder lebe ich noch. Tief in den Bergen hat der Schnee unter mir nachgegeben. Und dann, bevor ich wusste, wie mir geschieht, stürzte ich aus teuflischer Höhe in eine Höhle.
Ich musste ja unbedingt nach Himmelsrand kommen. Ich habe mir ziemlich sicher beide Beine gebrochen und schlimmer als meine Schmerzen ist nur meine Verzweiflung. Ich werde hier drin sterben. Mein Sturz liegt nun 3 Tage zurück. Gestern ist mir das Essen ausgegangen. Als nächstes wird das Wasser daran sein, wenn nicht gerade etwas Regen durch dieses verfluchte Loch in der Decke fällt. Ich versinke die ganze Zeit im Halbschlaf. Ich habe geträumt, dass ich auf einer See aus Finsternis treibe. Vor mir schwebt ein Schwert, wie ich das noch nie gesehen habe. Ein echter Schatz, wie in den Geschichten. Es hat mich gerufen, wusste, wie ich heiße. Ich habe die Hand danach ausgestreckt und dann... Ich bin jetzt wach. Wie sich herausgestellt hat, war es kein Traum. Ich habe das Schwert bei mir, hier, während ich diesen Eintrag verfasse. Meine Beine fühlen sich langsam besser an. Das kann nicht sein. Wenn ich schlafe, höre ich das Schwert. Es flüstert mir zu. Nicht mit Worten, sondern mit einem ganz bestimmten Wunsch. Es hungert. Ich kann es genau spüren. Wäre natürlich seltsam, wenn eine Waffe nicht nach Leben hungern würde, wenn ich so darüber nachdenke. Ist das nicht ihr Sinn und Zweck? Die Seele von den Lebenden zu trennen? Vielleicht ist nichts von allem hier real. Ich kann wieder laufen. Ich habe mir hier ein kleines Lager errichtet. Ich glaube, es ist das Schwert. Es hilft mir. Es dürstet nach Seelen und will, dass ich sie finde. Die ganze Zeit wollte ich nur endlich von ihr weg. Aber jetzt, unter den rastlosen Seelen so vieler gefallener Krieger, ja. Ja, ich glaube, ich bleibe hier. Es hat meinen Namen geflüstert. Es ist... Wir sind Umbra. Geniale Idee eigentlich. Wir haben ja Umbra gefunden. Flüstert das denn auch zu uns, wenn wir es mal ausrüsten? Nur mal so aus Spaß. Hi Umbra. Gut. Habe jetzt erst ein bisschen zu viel erwartet wahrscheinlich. Ja. Aber was hätte dagegen gesprochen? Wäre doch ein cooles Feature gewesen. Da sind wir uns doch, denke ich, alle einig, ne? Gut. Für all die das Argument bringen, hey, du kannst gar nicht hören, was wir geantwortet haben. Ja, ich weiß doch, dass ihr dafür seid. Nee, aber schade. Wäre jetzt echt nicht schlecht gewesen. Ich glaube, nebenbei wirklich, ich sah mir jetzt vom Mund ein und habe noch keine Meldung bekommen, dass wir voll sind, aber kann ja nicht mehr viel fehlen. Nö. Noch so eine Fang? Du trägst zu viel, ja. Das hätte mich jetzt auch verwundert, wenn nicht. Lassen wir mal was anderes hier, irgendwas, was nicht so wichtig ist. Wir hatten doch haufenweise. Das läuft nur in Bekleidung, ne? Hier. Ablegen. Zack. Ist nicht ganz so wertvoll. Wie gesagt, ich will eigentlich nicht wegen ein bisschen Gold nochmal dann den ganzen Weg hier laufen. Das ist mir dann einfach nicht wert. Zack, den Schlüssel haben wir. So, ich behaupte mal, wir kommen jetzt daraus, wo wir vor uns den Weg nicht gefunden haben, dass wir jetzt quasi eine Abkürzung gefunden haben. Ja, das sieht ziemlich nach einem Stein aus. Ja, nun, jetzt kommen wir an den Vasen nicht vorbei. Ach, die können wir ja wegschieben. Alles klar. Gut, dann sind wir hier erstmal in Heldenruhe durch. Dann würde ich jetzt verkaufen gehen und wir setzen dann draußen mal Heldenruhe wieder an und erkunden weiter eine Runde. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück. Und ja, sagt die Karte. Theoretisch wäre natürlich alles aus Richtung Osten. Norden geht am besten, aber es geht tatsächlich hier noch nach Osten weiter irgendwo. Weiß allerdings gerade nicht, was gekreuzt das Lagersymbol oder so ist. Mal schauen. Ja, was ich aber schon mal Schnelltaste legen möchte, Concho Tremora. Das ist gerade so auf dem Berg oben, ne? Doch, da führt eine Serpentine hoch. Ich dachte jetzt schon, wir müssten wieder rumhüpfeln, bis wir oben sind. Das ist immer nervig. Ja, ich weiß, es gibt meist immer irgendwo, oder es gibt immer einen Weg, einen richtigen hoch. Der ist halt nicht immer leicht zu finden. Und dann die ganze Zeit rumzusuchen, dauert meist länger, als wenn man dann, ich sag mal, relativ unbeholfen rumhüpfelt.
Okay. Letzte Wacht. Steht ein Eistroll vor ein paar Ärzten oder sowas. So. Schwuppsdiwupps. Du lebst noch? Hallo? Kollege, haust noch mal drauf? Perfekt. Danke. So. Okay, der wurde unter sein Zelt anscheinend begraben. Tu mal ein bisschen Minen. Ja, das war eine schnelle Landmarke. Hätte jetzt eigentlich ein bisschen mehr erwartet, gebe ich zu. Man muss auch ein paar kleine Sachen mal geben, ja? Das soll jetzt gar nicht so undankbar sein, wie es wahrscheinlich klingt. Okay. So, da weiter oben ist ein Bergbausymbol. Ja, müssen wieder runter, ist eigentlich auch klar. Kann ich ewig nach oben gehen? Da scheint es eh nicht weiter zu gehen. Aber erstmal haben wir die Höhle. Die scheint wohl näher. So, mal gucken, wo sie ist. Stehen wir direkt drauf? Nope. Fallsteinhöhle. Ich gehe trotzdem davon aus, dass wir draufstehen. Haben natürlich Angst, dass wir, aber wahrscheinlich das nicht so das Problem sein. Da, wir sind nicht die ersten da unten. Hallo. Komm, jag die mal, während wir ernten. Dankeschön. Ein Imp. Schauen wir doch mal, was hier drin gibt. Irgendwer hat uns schon irgendwie bemerkt. Achso, der Kollege lebt sogar noch. Wahrscheinlich nicht mehr lang. Hi, ein Minotaurus. Und ein Säbelzahn? Nee, ein Höhlenbär. Oh, und die kriegen wenig Schaden, die Kumpels. Habt ihr gesehen, was der Minotaurus gerade für einen Schlag rausgehauen hat? Wahnsinn. Oh weh, oh weh. Geh weg, Digga Teddy. So, lebende Rune. Definitiv lebende Rune. Warum? Es geht nicht. Was ist mit dem Taurus? Der ist draufgegangen schon, okay. Den kriegt er ja wohl allein dann hin, oder? Was meint ihr? Garantiert kriegt er das hier. Spiel mit Teddy. Walkischer Bogen, Dolch, Bärenfels, Gold, Smaragd. Ein Minotaurenauge. Hörner.
Hast du ihn runtergeschmissen, ne? Sieh zu, wie du runterkommst. Okay. Hinauf, hinauf, das hab ich mir schon gedacht. Das sah also im ersten Blick auch zu hoch aus, gebe ich zu. Aber irgendwie wäre mir wenigstens ein Kretach. Ich weiß nicht genau, wo er ihn hingeschmissen hat, ja, muss ich dazu sagen. Er rennt wahrscheinlich irgendwo da unten noch rum mit seinen letzten paar AP, die er hat. Vielleicht heilt er sich jetzt auch, weil wir nicht aktiv im Kampf sind. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. So, da kam er her. Okay. Ich höre schon irgendwen oder irgendwas. Es sind aber auch nur Vögels. Ja, keine Lust zu viel nach jetzt laufen. Wir gehen jetzt erstmal hier in die von spinnenden Höhlen rein. Mich dabei sowas von unwohl, aber gut. Nope. Ja. Ja. Nein. Okay, ist Esergasse. Zumindest vorläufig. Wir kommen immer runter, ich sehe aber keinen Weg hoch, ne? Das ist ja so gar nicht meins. Ich mag jetzt nicht, wenn ich keinen Rückweg habe. Du dich mal drum. Paar Hundis wirst du hinkriegen. Oh, ist schon wieder Minotaurer? Minotaurer Lord, alles klar. Immer raushauen, warum auch nicht? Okay, in dem Fall möchte ich, auch wenn ich das sehr selten mache, wirklich mal einen Trank benutzen. Zwar ein Lehmtrank. Ich hab verfehlt. Wieso hab ich verfehlt? So, noch ist er gelähmt. So, den Rest kriegst du jetzt wirklich hin, ne? Hier, guck mal, wie klein der ist. Macht der. Cool, gestorben. Okay, irgendwas in der Richtung, obwohl da eigentlich nicht viel sein könnte, meines Erachtens. Sieht uns noch. Ist wahrscheinlich dann der Gang da hinten. Wir bleiben aber erstmal in dem größeren Gebiet hier. So ein provisorischer Rückzugsort. So, ja, du sollst das minen. Du kannst nichts während eines Kampfes nicht tun, ja. Weil wir uns noch gerade ein bisschen gesehen werden. So, komm. Lass mal aufhören. Achso. Er kämpft da noch wie verrückt. Er hat noch einen Wolf gefunden. Ach, dadurch wurde mir wieder entdeckt, okay. Gut, okay. Ich habe jetzt keine Lust darauf, dann gucken wir uns erstmal schnell hier alles an, was noch so ist. Was sind das? Bären. Keine Ahnung, woran die gestorben sind, ob der Minotaur die kaputt gekloppt hat vorhin schon. Wir werden es nicht erfahren.
Was dürfte es dann ungefähr gewesen sein? Gut, dann dürfen wir jetzt Min, da haben wir es nämlich auch weg. Komm. So, zack, gemint ist. Da hat er unser kleiner Tremora ein paar Wölfchen geschubst. Ja, kann man immer alles gebrauchen. Kann man zu Geld machen. Am besten, indem man es weiterverarbeitet. Okay. Ein Gofmudris Drachenwesen. Okay. Gut zu wissen. So, lebt hier noch jemand etwas? Sieht nämlich erstmal sehr friedlich aus. Dann sind einfach immer erstmal rechts. Ist immer das Beste in irgendeinem Dungeon, sich für eine Richtung zu entscheiden und die zu bleiben. Wenn man merkt, dass man trotzdem im Kreis läuft, dann ist das ein viereckiges Labyrinth. Da muss man einfach eine Abzweigung aussetzen. Hi, Bandit. Einfach so. Einfach so ein Bandit. Ups. Orientierung finden. Gut, da ist wahrscheinlich Esagas. Wir gucken aber mal. Ja, das ist nicht tief genug zum Tauchen. Da oben hat mein Vogel schon jemanden entdeckt. Da geht es also weiter. Das heißt, wahrscheinlich werden wir irgendwo weiter oben rauskommen und dann runterfallen. Haben damit dann unseren Rückweg. Auch schon mal gut zu wissen. So. Ein weiter Weg. Da war kurz was. Das ist ein Bär, würde ich sagen. Hier liegt schon ein kaputter Eiselementar. Glasgolem. Okay, mein Fehler, Glas. So, komm. Schnapp dir den Bären. Gott, der hat gar nichts. Schaffst du den? Ich sehe leider keine HP-Leiste. Hast du gut gemacht. Doch, hat er wirklich gut gemacht. Der ist so groß, dass er drei Bärenpelze hat. Okay. So, jetzt sind wir weiter oben. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Geht es dann noch höher? Steht da jemand? Nee, es sind bloß irgendwelche Mammutstoß-Szenen oder sowas in der Richtung. Das war nur zu Tremora, der verschwunden ist. Ich glaube, das ist damit jetzt einfach unser Rückweg gewesen. Ja, gut, dann sind wir hier wohl durch. Nett gemacht. Für so ein kleines Dungeon mal zwischendurch. Ganz in Ordnung. So. Genau. Zum Bergbauzeichen wollten wir dann eigentlich weiter. Können wir das Ding aufsammeln? Ja.
weiß nicht, ob es unten ist. Tendenziell würde ich sagen, ja, aber runter kommen wir viel leichter als hoch. Aber ja, es scheint unten zu sein. Da brennt auch ein Feuerchen. Sehr sanft Musik hier. Da hinten wird sich eifrig gekloppt. Ein Nierenwurz, sehr schön. Verkohltes Skiverfell. Das finde ich schade, dass man das nicht selber herstellen kann. Das ist ein Crafting-Inzident. Man könnte ja das auch Skiver sozusagen herstellen. So, boah. Da liegt einfach mal so eine Truhe an schwarzer Seelenstein. Okay. Aber wir gehen jetzt erstmal zu Mine hier. Entdeckt von irgendwem. Von den Imp dort, okay. Ja, das kriegt der Kollege auf jeden Fall hin. Imps sind nicht stark, nur nervig. So, rein mit uns Lost Prospect Mine. What, zack. Gut, dass er mit gleich dabei war. Dann kann er gleich loshauen. So, viel Spaß, gehen wir weiter. Ich sammle hinterher alles auf. Du stehst mir im Weg. Ja, mach du mal. So, jetzt hol dir den anderen, der auf dich schießt. Okay, die anderen sind anscheinend nur Deko. So. So, da Tagebuch des Bergmanns. Drittes Herdfeuer, vierte Ära 200. Wisst ihr, gerade wenn man denkt, dass man ganz unten angelangt sei, werfen einem die Äthra manchmal eine Rettungsleine zu. Seit die Rebellen die Minen in diesem Bereich übernommen haben, habe ich nirgendwo Arbeit finden können. Und schon kommt mein alter Partner Bernd wirklich des Weges, mit einer Besitzurkunde für eine alte Goldmine in den Bergen. Es ist schon viel zu lange her, dass wir miteinander gearbeitet haben. Tja, 4 Jahre werden es jetzt wohl sein. Es ist schön, endlich mit jemandem zu arbeiten, der sich auskennt, und es klingt so, als wäre es leicht verdientes Geld. 22. Herdfeuer, 4. Ära 200. Niemand verkauft eine Mine für nur eine Handvoll Septime. Ich dachte mir schon, dass sie in schlechtem Zustand sein würde, aber so schlimm hatte ich es mir nicht vorgestellt. Das ist kaum mehr als eine bessere Höhle. Mag sein, dass es hier einmal Gold gegeben hat, aber wir haben nicht einmal eine Ader, mit der wir anfangen können. Wir haben aufs Geratewohl drauf losgehauen. 3 Wochen haben wir mit den Graben des unteren Tunnels zugebracht, aber noch nichts dafür aufzuweisen. 15. Erste Saat, 4. Ära 201. Nichts. Kein Gold, keine Edelsteine, kein Erz, nicht mal irgendein nützliches Gestein. Die Steine hier zerbröseln, sobald man sie aufeinander stapelt. Ich bin bereit aufzugeben, aber Bern will weitermachen. Nur ein kleines bisschen weiter, Hadria. Und wir sind so nahe dran, Hadria. Pah. Bern will, dass ich nächste Woche nach Rifton zurückkehre, um Nachschub zu holen. Vielleicht kann ich mich dabei ein wenig beruhigen. 29. Erste Saat, 4. Ära 201. Ich bin zurück und nichts. Von Bern ist weit und breit nichts zu sehen. Als wäre er einfach fortgegangen. Kein Blut, kein Kampf. Er hat mich wohl einfach im Stich gelassen. Ich habe 3 Tage lang gewartet, aber er ist nicht zurückgekommen. Ich gehe nach Rifton zurück und sehe zu, ob ich ihn oder vielleicht eine andere Arbeit finde. Es hat keinen Zweck, hier noch mehr Zeit zu verschwenden. Bern, wenn ihr das findet. Ich hatte mehr von euch erwartet. Das ist ja eigentlich ziemlich toll für einen perfekten Cliffhanger. Gucken wir uns nur an, was hier noch so ein bisschen einzusagen gibt. Oh, das war der Fake-Typ, ne? Ja. Falsche rum, so wollte ich eigentlich, na egal.
Ach, das hat er finde ich geklappt. Gut. Doch hat es, ist wirklich so irgendwie. Ist hier noch was? Nope. Aber es gibt natürlich den Imp. Und ganz ehrlich, der ging. Ich sammle jetzt noch die Pilze ein und dann machen wir weiter. Man kann ja schon mal überlegen, ob er wirklich abgehauen ist oder ob ihm Schlimmes zugestanden, zugestoßen, zugestanden, so Quatsch, zugestoßen ist. Und bis dahin sage ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ja, dann sehen wir uns hier an derselben Stelle beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, macht's nicht gut, macht's besser und mögen die Gaming-Götter mit euch sein. Tschüss!